Zu den Tafeln, die für Bedürftige Lebensmittel sammeln, kommen immer mehr Flüchtlinge in der Hoffnung auf eine Mahlzeit. Dieser erhöhte Andrang hat in einigen Einrichtungen bereits zu Engpässen geführt, in Extremfällen sogar zu Aufnahmestopps, wie Lisa-Marie Strier berichtet. Etwas Blumenkohl und Salat, frisches Obst und Tiefkühlpizza gibt es heute. Bis zu 5 Tonnen Lebensmittel verteilen die ehrenamtlichen Helfer der Tafel in Jena hier täglich. Viel zu wenig, die Spenden gehen zurück, der Ansturm aber wächst immer weiter. Wir haben ungefähr 1000 Bedürftige in der Woche, jeden Tag 200. So, das langt gerade so, dass wir sie versorgen können. Rund 1/3 der Kunden sind Flüchtlinge, vor allem aus Syrien und Afghanistan. In den Erstauffanglagern werden sie mit Essen versorgt. Doch sind sie einmal auf die Kommunen verteilt, müssen die Flüchtlinge selbst für ihre Ernährung sorgen. Am Anstellen merkt man es dann auch an der Ausgabe, dass es halt weniger wird, weil halt gerechter aufgeteilt wird, dass auch wirklich jeder, alle was haben. Ne? Denen steht es ja dann auch so, die müssen ja auch irgendwo leben. Gell? Ja. Mittlerweile sind die Bedürftigenanzahlen wichtig gestiegen und die Ware ist nicht mehr geworden. Also ein bisschen weniger, so dass es halt für alle doch nicht so ganz ausreicht. 362 Euro bekommt ein alleinstehender Flüchtling in Deutschland. 29 Euro weniger als ein Hartz-IV-Empfänger, so will es das Asylbewerberleistungsgesetz. Viel zu wenig, kritisiert der Flüchtlingsrat. Immerhin haben diese Menschen ihren gesamten Besitz zurücklassen müssen. Wir haben auf Bundesebene die Festlegung des sogenannten Existenzminimums. Und wir sehen bei verschiedenen Gruppen, dass dieses Existenzminimum zum Leben schlichtweg nicht ausreicht. Alleingelassen mit immer mehr Hilfsbedürftigen haben einzelne Tafeln nun schon einen Aufnahmestopp verhängt. Denn nur so können sie garantieren, dass zumindest ein Teil der Bedürftigen nicht leer ausgeht.